neuen Rubrik den Wohngeschichten waren wir zu Besuch in Liebenau. Wir zeigen, wie ein Hobby sich auch auf den Einrichtungsstil auswirken kann. Auch wir haben Lust auf einen Tapetenwechsel und räumen unser Studio um. Das ganze Team packt mit an und wir lassen Sie schon einmal hinter die Kulissen schauen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Wir starten heute noch in unserem alten Set und während der Sendung ziehen wir mit Ihnen um in unser neues Studio. Wenn wir ein neues Studio planen, dann ist das für uns wie eine Wunderkiste, denn wir wissen am Ende ja auch nicht, wie wirkt das alles und vor allem gefällt es auch Ihnen. Wie bei uns der Weg von der ersten Idee bis zur neuen Einrichtung war, das sehen Sie jetzt. Diese nachdenklichen Gesichter gehören zu Florin und Sandra, Joe und Tobias, dem Team von Bauen und Wohnen. Und das hat einen Grund. Wir planen gerade die neue Studio-Deko für unsere Sendung. Unseren Kollegen Andi sieht man nicht, denn er hat gerade die Kamera in der Hand und filmt uns, während wir unsere Köpfe rauchen lassen. Wie aber soll unser zukünftiges Studio aussehen? Damit wir eine Vorstellung davon bekommen, muss erstmal die alte Deko raus aus dem Studio. Weil wir Fernsehmacher sind und keine Setdesigner, haben wir uns im Vorfeld von der Interior-Designerin Ina Ipscher von La Casa Living Interior in Ravensburg beraten lassen. Denn am Ende soll ja auch alles ein stimmiges Bild ergeben und nicht irgendwie Pi mal Daumen zusammengewürfelt aussehen. Mit entsprechenden Mustern entscheiden wir passende Farben für Wände und Stoffe und suchen schicke Möbel aus. Das ist gar nicht so leicht, denn durch die Kamera wird alles etwas anders aussehen als mit bloßem Auge. Vor einer Woche liefert das Umzugsunternehmen dann endlich unsere neue Bauen und Wohnen Deko. Zuerst kommt unser wunderschönes und sündhaft teures Sofa, das wir gleich mal ausgiebig Probe sitzen. Wir finden es so richtig gemütlich und das sieht man uns auch an, oder? Kleine Details werden 100-mal hin und her gerückt, bis alles stimmig ist. Und siehe da, am Ende sieht es tatsächlich genauso aus, wie wir es uns vorgestellt haben. Jetzt werden wir noch einleuchten und proben, bis alles perfekt sitzt und wir die neue Sendung in unserem niegelnagelneuen Studio aufzeichnen können. Wir freuen uns! Liebe Zuschauer, nun nehmen wir Sie mit in das neue Studio. Hier sehen Sie die Studiouhr, den Kameramann, den Daniel Windmüller. Und hier die zwei Bauen- und Wohnredakteure, und zwar die Sandra und den Joe. Wir fangen heute nicht mit der Dame an, sondern mit dem Mann. Joe, wie findest du das neue Studioset? Ja, ich bin ganz zufrieden. Ich glaube, wir können an einzelnen Stellen noch was verändern. Aber grundsätzlich ist es schon so, genau so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben tatsächlich. Nicht nur neue Studios, sondern es gibt auch neue Rubriken bei Bauen und Wohnen. Was erwartet die Zuschauer ab April? Ja, wir haben neue Rubriken, wovon wir jede Woche eine andere senden. Jetzt gleich werden wir die erste Folge von Silkes schöne Sachen sehen. Das ist ein Do-It-Yourself-Tipp von Silke Bentele. Mhm. Und dann werden wir einen Grill-Tipp haben, in dem wir coole Grillgeräte vorstellen.
Wir werden einen Handwerker-Tipp haben, in den Handwerker ein bisschen was von ihrem Fachwissen verraten. Und dann überlegen wir, ob wir noch einen Gartentipp reinheben. Müssen wir mal schauen. Ja, wir überlegen immer weiter. Sandra, du hast bei uns auch etwas Regelmäßiges, und zwar die Wohngeschichten. Jetzt kommt gleich eine neue Wohngeschichte und du warst wieder unterwegs. Wo warst du? Ja, ich war in Liebenau bei der Familie Mezzelani. Das war wirklich beeindruckend, denn die haben einen alten Bauernhof umgebaut zu Ferienwohnungen, aber auch selber wohnen sie da drin. Und es ist einfach, ich sag nur, Waldmannsheil. Na, dann sollten wir uns das direkt anschauen. Hier kommt der Beitrag. Ich hatte euch ja gebeten, mal ein paar alte Bilder rauszusuchen. Wir sind nämlich heute in einem alten Bauernhof in Liebenau. Der Hof zum Stadel. Und bei der Familie Mezzelani. Hallo, freut mich. Das war ein ganz altes Ding, ne? Genau. Und ihr habt das jetzt so richtig schön aufgemöbelt. Ja. Da sieht man das auch. Toll. Das ist so sehr, war das so um die 30er Jahre, oder? 1930? Oder? In den 60er Jahren, denke ich mal. Ja. Ach, genau. Schön. Wir wissen es nicht okay. Genau. Ja. Miriam, der Hof ist aus deiner Familie, ne? Wie genau. Alt ist der denn? Also wir schätzen circa 300 Jahre. Ah, so alt doch schon. Genau, und unsere Familie ist die fünfte Generation jetzt hier. Toll, also eure Kinder sind genau, sozusagen unsere die Kinder, fünfte. Ja. Schön. Ja. Ich habe draußen was Interessantes gesehen. Ein Wappen. Habt ihr ein Wappen? Mhm. Ja, wir haben ein Familienwappen. Genau, ein eigenes Familienwappen. Ehrlich, wie interessant. Das habe ich meiner Familie gestiftet. Das ist auch eine ganz interessante Vorgehensweise. Man schickt da quasi den ganzen Lebensauer auf zu einem Heraldiker und dann haben wir das quasi beim Wappenlöwe registrieren lassen. Okay, ja, hier sieht man auch, das ist jetzt hier ein Geweih, genau, weil du Jäger genau, bist. Genau, das ist die Passion zur Jagd, das ist so die Handwerksverbundenheit. Boah, wie gemütlich, ihr habt die ganzen alten Steine hier rausgekratzt, oder? Genau. Das ist ja quasi die Stallwand, die wollten wir eigentlich komplett entfernen, aber das war dann so dick und so zäh und das haben wir das quasi gelassen und da sind jetzt heute zwei Dochreichen drin. Schau, Sandra, das ist quasi die andere Seite. Ja, toll. Hier sieht es aus wie im Wald. Das scheint wohl so ein bisschen euer Einrichtungsstil zu sein, oder? Genau. Durchs Jagen. Genau, so das begleitet mich das ganze schön. Leben. Ja. Auch hier mit dem Geweih modern gestaltet. Ja. Super. Toll. Also das hier ist eine Holzverkleidung, ne? Genau, das sind einzelne Holzstücke. Okay. Wow. Als mit der Schindelmaschine richtig. Gespaltet. Aha. Genau, das ist nur so richtig Handarbeit gewesen. Okay, du hast also ein Hobby. Ja. Da würde ich jetzt tatsächlich doch mal ein bisschen nachhaken. Wollen wir da mal hin? Zeigst du es mir mal? Ja. Ja? Okay, das ist also dein Reich hier. Genau, das ist mein Reich und da halte ich mich auch sehr gern auf. Oh wow, und hier sogar mit Jägerdress. Genau, damit sie noch schön warm ist im Wald. Genau. Wahnsinn, das ist eine richtige Männerbude hier, oder? Das ist eine richtige Männerbude, genau. Aber ich muss auch Produktion rausbringen, darum habe ich hier eine Hamburger Presse. Ach. Und meine Frau wartet dann immer so ganz gespannt, was sie alles so mit dem Wild macht. So, bitte Sandra, quasi hier immer noch im Stall. Stallgebäude. Das ist immer noch Stahl, ein bisschen moderner. Aber wie gemütlich jetzt. Oh, ihr habt sogar einen Kamin, man merkt es schön ja. Warm. Toll, wie gemütlich. Hi, da sind wir Hallo. Wieder. Wir waren gerade in der Männerbude. Das Gut. ist jetzt hier dein Raum, ne? Oder dein Bude, Bereich. Genau. Wow! Ja, hier sind wir im ersten Schlafzimmer von den Ferienwohnungen. Und dann, man sieht hier auch, es ist ganz schön die Naturtöne wieder, die mhm. ziehen sich so ein bisschen durchs Haus. Ne? Genau. Man sieht auch hier den der Elch, das ist halt einfach Hirsch. Hier. Der, ach, das ist ein Hirsch, ja, so, Entschuldigung. Genau. Ja, ihr seid da die Experten. Ja, genau. Schön, ja, das zieht sich ja. so ein bisschen durch, toll. Ja, das habt ihr ja schön genutzt, das war das Futtersilo. Genau, ne? Das ist das alte Futtersilo, genau. Toll, mit mhm. der Essecke hier. So, und ich zeige dir jetzt noch die Wagenremise, wo okay. heute ein Wohnzimmer ist. Ja,
Super. Die war auch schon so? Die war schon so, genau. Okay. Die haben einfach... Es hat einfach geputzt, genau. Wagenremise sehen wir jetzt. Wagenremise, genau. Richtig niedrig auch, ne? Also, merkt man, die Menschen waren auch früher ein bisschen kleiner. Man hat einfach anders gebaut vor 300 Jahren. Ne? Ja. Miriam, die Geschichten vom Bauernhof sind echt interessant. Man sieht überhaupt nichts mehr davon. Ne? Ja. Aber mir ist aufgefallen, wo ist denn Renato eigentlich abgeblieben? Der hat sich irgendwie abgeseilt. Ja, das stimmt. Ich glaube, der bereitet draußen was vor für uns. Draußen? Mhm. Okay, dann gehen wir mal hinterher. Ja. Zeigst du mir jetzt echt noch eure Gartenhütte? Ja, schau doch mal. Echt? Da bist du ja. Oh Gott, was hast du denn hier mit uns vor? Ich verwöhne euch kulinarisch. Mein lieber Schwarm Renato, da hast du aber was für uns vorbereitet. Dankeschön. Obwohl wir hier im Schwarmländle sind, hier wird nicht gespart. Hier kriegt man immer was zu essen. Genau. Ihr sitzt hier öfters? Sehr oft, genau. Auch die Gäste können hier wahrscheinlich. Die Gäste, ne? Mit Freunden sitzen wir hier. Ja. Bei das Regen oder Schnee, egal. Ne? Genau. Super. Ja, ich würde auch sagen, jetzt machen wir Kamera aus und gebe zurück ins Studio. Genau. Tschüss. Ciao. Wow, was man aus einem alten Hof alles machen kann. Ja. Sandra, dich zieht es schon weiter mit den Wohngeschichten. Was sehen wir als nächstes? Ich will echt nicht zu viel verraten, aber es wird herrschaftlich. Komm, ein bisschen mehr. Ein Schloss? Ein Schloss. Dein Schloss? Schön wär's. Der Name passt ja schon mal. Also, wir lassen auf jeden Fall uns überraschen, machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann geht es bei uns weiter mit der Premiere von Silkes Schöne Sachen. Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Bei uns geht es direkt weiter mit unserer neuen Rubrik Silkes Schöne Sachen. Viel Spaß dabei. Heute zeige ich euch in nur 3 Arbeitsschritten, wie ihr aus einem alten Stuhl ein neues Glanzstück macht. Dazu benötigt ihr gar nicht viel, außer Kalkfarbe, Pinsel, Schmirgelpapier, Antikwachs und einen feuchten Lappen zum Abwischen. Ich benutze gerne diese Kalkfarbe, weil ich den Stuhl vorher nicht abschleifen muss. Ich kann gleich loslegen, es trocknet schnell und gibt mir die schöne Patina des alten Vintage-Stils. Ich habe mir die Farbe Light Patrol ausgesucht und lege jetzt mal los. Beim Streichen könnt ihr ganz verschieden in jede Richtung streichen. Das macht die Farbe gleich nochmal ein bisschen lockerer und gibt so diesen alten Vintage-Stil zurück. Die Farbe ist auch wunderbar zum Verarbeiten. Sie ist schön streichfest, spritzt nicht. Jetzt habe ich einmal gestrichen. Jetzt lasse ich das Ganze 5 Minuten trocknen und dann gehe ich mit noch mal einer Schicht drüber. Jetzt nehme ich ein Schleifpapier. Ich nehme hier die Körnung 150, die ist ein bisschen grober, und fange an, die Kanten abzuschleifen. Das erzielt natürlich den schönen Effekt, dass mein Stuhl gebraucht ausschaut. Vorne darf ruhig ein bisschen mehr sein, weil wenn man immer auf dem Stuhl drauf sitzt, dann ist genau hier die Stelle, wo natürlich sehr benutzt ausschauen sollte. So, jetzt habe ich abgeschliffen und jetzt mache ich mit dem Lappen noch den ganzen Schleifstaub weg. Und dann kann ich schon anfangen zu wachsen. Dazu benötige ich auch ganz normales Möbelwachs. Nehme einen trockenen Pinsel, ist ganz wichtig, dass der Pinsel nicht feucht ist. Und mache jetzt den ganzen Stuhl mit diesem Wachs einpinseln. Das ist dazu wichtig, dass die Farbe konstant da drauf bleibt, dass sie nicht absplittert, dass es stoßfest ist. Kommt auch die Farbe noch ein bisschen intensiver raus. So, jetzt bin ich fertig. Das Ganze hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Das Wachs ist schön eingezogen, die Oberfläche ist schön glatt geworden und ich finde das Ergebnis ist super. So, der Platz für meinen neuen Stuhl ist hier.
vielleicht noch mit einem Kissen. Ich finde, das passt ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hätte nicht gedacht, dass man den Stuhl komplett neu lackieren kann, ohne ihn vorher abzuschleifen. Wir wechseln jetzt das Thema und zwar kommen wir zur E-Mobilität. Derzeit werden wir mit Werbung für Elektroautos nahezu überschüttet. Über was ganz wenig gesprochen wird, ist, wie laden wir unsere Autos zu Hause überhaupt auf? Immer wieder ist die Rede von der Wallbox. Doch was ist eine Wallbox und wie funktioniert sie überhaupt? Was bedeutet E-Mobilität für Sie zu Hause? Das besprechen wir heute mit Herrn Graf und Herrn Ehret. Herr Ehret, Wallbox, über die wird immer gesprochen. Was bedeutet eigentlich Wallbox? Eigentlich nur eine Box an der Wand. Genau. Es ist eine wandhängende Steckdose mit entsprechender Absicherung, dass es keine Fehlströme in Richtung Auto geben kann, beziehungsweise dass das Auto auch keine Fehlströme ans eigene Stromnetz zurückliefern kann. Kann ich mit einer Wallbox auch jedes Auto laden? Es gibt natürlich verschiedene Hersteller aus ganz Europa oder auch deutsche Hersteller. Asiaten sind mit ihren Wallboxen auch immer mehr vertreten. Und es gibt auch unterschiedliche Stecker. Wir haben hier den Typ-2-Stecker, den europäischen Standardstecker, über den die meisten Fahrzeuge geladen werden können. Und wenn nicht, haben auch die Hersteller Adapter, sodass man dann auch diese Stecker verwenden kann. Herr Graf, wie groß war jetzt der Aufwand für Sie, die Wallbox zu installieren? Der Aufwand war für uns verschwindend gering. Die Wallbox wurde innerhalb eines Vormittags installiert. Die Zusammenarbeit mit der Tüger hat wunderbar funktioniert und auch die tägliche Handhabung ist absolut problemlos. Braucht man dazu Starkstrom oder normalen Strom? Ein normaler Stromanschluss reicht vollkommen aus. E-Mobilität, die ersten Erfahrungen. Haut das so alles hin, wie man drüber spricht, auch mit der Ladung? Oder sagen Sie, naja, wenn es nicht gerade im Umkreis ist, dann wird es schon ein bisschen kritisch. Wir wussten bereits im Vorfeld, wie die Nutzung unseres neu angeschafften E-Fahrzeugs genau ablaufen wird. Es wird hier lediglich für Botenfahrten in der näheren Umgebung benutzt. Wenn man weitere Fahrten machen will, dann ist das mit einer gewissen Planung verbunden, da doch die Ladeinfrastruktur nicht flächendeckend abgedeckt ist momentan. Sie nutzen jetzt auch eine eigene PV-Anlage dafür. Hat sich das ausgezahlt? Wir haben bereits seit 2007 auf den Dächern unseres Betriebsgebäudes eine Photovoltaikanlage, wo Solarstrom ins öffentliche Netz eingespeist wird. Wir planen in Zukunft auch den Photovoltaikstrom für die Nutzung unserer Fahrzeuge zu benutzen. Das ist ja eigentlich eine sinnvolle Geschichte, Herr Ehret. Plus, wie groß muss jetzt eine PV-Anlage sein, damit ich sie auch sinnvoll nutzen kann, um mein E-Auto zu laden? Die Batteriespeicher, die entwickeln sich auch immer mehr in der Technik, sodass auch höhere Strommengen dann aufgenommen werden können. Und da wird es sicherlich in wenigen Jahren auch Speicher geben, die 20, 30 oder auch 40 kWh speichern können. Und den Strom kann man dann eben auch problemlos im eigenen Fahrzeug nutzen. Und wie ist das heute mit einer ganz normalen PV-Anlage? Weil in Baden-Württemberg gibt es ja ganz viele Menschen, die eine PV-Anlage auf dem Dach haben. Kann ich die einfach nutzen und diesen Strom sagen, okay, bevor er ins Netz geht oder in den Kühlschrank, dann lieber in mein E-Auto? Das ist aus technischer Sicht möglich. Über den Wechselrichter kriegt der Strom die Spannung fürs öffentliche Netz und dementsprechend kann man den dann auch im eigenen Haus verwenden. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn ich ein E-Auto kaufe, ich habe den Eindruck, solange es alles im Umkreis ist, ist alles in Ordnung. Solange ich aber längere Strecken fahre, dann wird es kritisch. Aber ich glaube, in Baden-Württemberg gibt es ein Förderprogramm, kann das sein? Was hat es damit auf sich? Ich glaube, es heißt SAFE. Jawohl, in Baden-Württemberg gibt es das SAFE-Förderprogramm, wo auch wir momentan in der Umsetzung sind. Das bedeutet, innerhalb von Radius von 10 Kilometern muss eine Normalladerstation errichtet sein und im Radius von 20 Kilometern eine Schnellladerstation. Und diese Stationen werden vom Land Baden-Württemberg gefördert und kommen zusätzlich ins Netz mit hinzu. Herr Ehret, Herr Graf, so abschließende Frage. Ist die E-Mobilität wirklich die Zukunft oder gibt es noch was anderes irgendwann? Was schätzen Sie? Ich denke, dass die E-Mobilität momentan konkurrenzlos ist. Ist auf jeden Fall eine Brückentechnologie und wir warten alle darauf, dass wir endlich mal den Wasserstoff sinnvoll nutzen können. Und bis dahin gibt es eben diverse Alternativen und dazu zählt auch die E-Mobilität. Herr Ehret, Herr Graf, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Liebe Zuschauer, also, wenn Sie sich für ein E-Auto entscheiden, schauen Sie auch direkt nach der Wallbox, sodass da auch alles klappt. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und danach zeigen wir Ihnen Schrankwände, die Sie individuell gestalten können. Bis gleich. Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Kennen Sie das auch? Sie wollen zu Hause die Sachen wegräumen,
meistens irgendwo in den Schrank oder in ein Regal und stellen fest, irgendwie sieht das alles nur noch ganz schön voll aus. Jetzt würde man sich wünschen, wenn man die Regale verschieben kann, doch meistens sind die Bretter natürlich fest. Aber dafür gibt es heute auch Lösungen, denn es gibt Schrankwände, wo Sie die Regale individuell planen können. Ja, so kann ein Bücherregal eben auch aussehen. Aufgestapelte Lektüre mitten im Raum und trotzdem sieht das absolut ordentlich aus. Kein Wunder, steckt dahinter doch eine simple Idee, die Bücher auf kreative Art zu Hause unterzubringen. Aber das ist nicht der einzige Einfall, Stauraum in den eigenen vier Wänden zu schaffen. Der Wunsch nach der Individualität ist groß, dass man eben das immer genau und möglichst anpassen kann. Es gibt dafür eigentlich den Schreiner, der das machen kann, aber der Möbelhandel versucht eben auch in dem Bereich sich zu etablieren und dadurch mit flexibleren Möglichkeiten. So beispielsweise mit diesem Massivholzregal, in unserem Fall so konzipiert, wie es eben am besten passt. Für Regale gilt es also auch, das Möbelstück entsprechend in den Raum zu integrieren, sei es farblich oder vom Design. Kaum verspielt, gerade Formen, ohne Griffe, glatte Fronten. Das ist moderner Stauraum. Der Stauraum ist sehr, sehr geradlinig geworden. Und wir hatten vor 10, 15 Jahren eine Phase, wo sehr grobere oder große, breite Möbel gebaut wurden. Und in den letzten Jahren wurden die Formengestaltungen mit den Umrandungen wurden immer dünner, um das halt einfach etwas fein und dezent zu haben. Dieses Stauraumwunder, so wie es dasteht, kostet 7.000 Euro. Je mehr Schubladen und Türen, desto teurer. Für eine individuelle Einteilung muss man also tief in die Tasche greifen. Ist man das bereit zu investieren, zeigt sich das Möbelstück aber absolut von seiner flexibelsten Seite. Dass man nicht immer nur statische Wangen benötigt, von oben bis unten, sondern man kann die auch an einer bestimmten Stelle versetzen und dann da hochlaufen lassen, dass man dann Schubladen in unterschiedlicher Breite oder Positionierung nehmen kann. Sowohl für den Korpus als auch für die Schubladen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eiche, Buche, Kirsche oder Nussbaum für das Regal an sich. Das Glas der Fronten in matt oder glänzend. Reichlich Auswahl also für jedermanns Geschmack. Und wer nicht ganz so viel Platz hat, muss nicht gleich aufgeben. Denn die individuellen Sideboards und Kommoden können selbstverständlich auch kleiner sein. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche mit Bauen und Wohnen aus unserem neuen Studio im Industrial Look. Ich hoffe, es gefällt Ihnen genauso gut wie uns selbst. Falls Sie spannende Themen für die Sendung haben, dann schicken Sie uns doch bitte eine E-Mail an bauenundwohnen@regio-tv. Unsere Redaktion setzt sich dann gerne mit Ihnen in Verbindung. Und kommende Woche haben wir diese Themen für Sie. Tschüss! Alle feiern in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum des Bauhauses. Wir haben uns gefragt, woran man den Stil eigentlich erkennt. Der Frühling steht vor der Türe. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Balkon zu einer gemütlichen Lounge umgestalten können.